Man kann das Verhalten eines Gases idealisieren bei hohen Temperaturen und kleinen Dichten. Verhält es sich nach dem idealen Gasgesetz und wir können die Zustandsgrößen dieses Systems leicht berechnen. Wenn wir jedoch die Temperatur absenken oder die Dichte erhöhen, gibt es zunehmend Abweichungen von diesem einfachen idealen Verhalten und diese Abweichungen wollen wir jetzt beschreiben. Es ist ein Verfahren, welches in der Thermodynamik sehr häufig verwendet wird. Wir idealisieren zunächst die Bedingungen, erhalten dann mitunter sehr einfache mathematische Beziehungen und Abweichungen von diesen idealen Verhältnissen werden dann durch Korrekturfaktoren quantifiziert. Als roter Faden unser Zustandsdiagramm. Im Bereich großer Temperaturen und großer Molvolumina haben wir den Bereich des idealen Gases. Hier ist die Fläche sehr schön gekrümmt, so dass man sie mathematisch durch eine einfache Beziehung beschreiben kann. Man kann auch modellhaft dieses Gas sehr gut verstehen, indem man die kinetische Gastheorie bemüht. Die Gasteilchen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit V, haben eine mittlere freie Weglänge Lambda und haben so gut wie keine Wechselwirkungen miteinander, außer wenn sie miteinander zusammenstoßen. Wenn wir jetzt unseren Blickwinkel etwas erweitern, auf diese gelbe Zone, dann sehen wir, dass sich unser System teilweise deutlich anders als nach der idealen Gasgleichung verhält. Diese Abweichung kann man in verschiedener Art quantifizieren. Etwa in der Art, dass man sagt, im Idealfall ist das Produkt P mal Vm konstant, hängt also nicht vom Druck ab, ist konstant R mal T. Wenn ich das aufzeichne grafisch, wenn ich P mal V hier aufzeichne gegen den Druck, dann habe ich bei idealem Verhalten immer horizontale Linien, waagerechten, die natürlich von nach oben und unten verschwommen sind, je nach Temperatur. Wenn ich mir jetzt reale Gase angucke und bei hohen Drücken das Produkt P mal V mir ausrechne, stelle ich fest, es gibt Abweichungen. Wir haben keine horizontalen Kurven mehr, sondern wir haben, je nachdem, negative Steigungen, positive Steigungen. Das hängt von der Gasart ab, das hängt auch von der Temperatur ab. Man kann diese P mal V gegen P Diagramme jetzt quantitativ beschreiben, wie jede andere Funktion auch in einer Potenzreihe. P mal V ist gleich R mal T plus einem Faktor mal P plus einem Faktor mal P Quadrat plus und so weiter. Dieses Verfahren wurde von Cummerling Onnes eingeführt, das nennt man das Virialgleichungsverfahren. Das ist die Virialgleichung und B und C sind die Virialkoeffizienten, der zweite und der dritte Virialkoeffizient. Das sind also Faktoren, die die Abweichung eines realen Gases von einem idealen Gas quantifizieren. Für ein ideales Gas sind diese ganzen Koeffizienten gleich Null. Vor allem der zweite Virialkoeffizient, groß B, ist eine interessante Größe, denn er quantifiziert, ob die Steigung hier negativ ist, nahe dem Nullpunkt, oder positiv ist. Wir sehen, für Stickstoff ist der Virialkoeffizient negativ, bei tiefen Temperaturen, bei hohen Temperaturen positiv, und es gibt eine Temperatur, bei der wie beim idealen Gas Null ist. Beim Wasserstoff ist der Faktor B immer positiv, bei tiefen Temperaturen weniger als bei hohen Temperaturen. Man kann auch einen Realgasfaktor P mal V durch RT definieren, der ist beim idealen Gas gleich 1 und für ein reales Gas ist der kleiner oder größer 1, je nachdem welche Temperaturen, welches Gas man vorliegen hat. Es steckt jetzt wenig Theorie in dieser
mit der Gleichung von Kamerling-Onnes. Es gibt aber auch andere Gleichungen, die versuchen, die Abweichung vom Idealverhalten zu quantifizieren und die etwas mehr Verständnis beinhalten. Und eine dieser Gleichungen ist die Gastgleichung von van der Waals. Van der Waals ging aus von der idealen Gastgleichung, P-Ideal mal V-Ideal ist N mal R mal T, und hat jetzt zwei Korrekturen an dieser idealen Gastgleichung durchgeführt. Folgender Gedankengang liegt dem zugrunde. Ein ideales Gas besteht aus Massenpunkten, die ein sehr kleines Volumen haben und die auch keine Wechselwirkungen haben miteinander. Ein reales Gas weicht genau in diesen beiden Punkten vom idealen Gas ab. Sie haben ein Volumen, was nicht mehr gleich Null ist, und sie haben Wechselwirkungen, die auch nicht mehr gleich Null sind. Und diese beiden Abweichungen, die Eigenvolumina der Gasteilchen und die Wechselwirkungen, wirken jetzt auf die Größe des Druckes und des Volumens. Der reale Druck ist kleiner als der ideale Druck. Denn die Wechselwirkungen, die anziehenden Kräfte, bremsen die Gasteilchen, sodass sie nicht mehr so fest mit der Wand zusammenstoßen können. Den real gemessenen Druck muss ich mit einem Faktor vergrößern, damit ich zum idealen Druck komme. Das Umgekehrte gilt für das Volumen. Das reale Volumen ist kleiner, ist größer als das ideale Volumen, denn es beinhaltet das Eigenvolumen der Teilchen plus das Volumen, was zur Verfügung steht. Wenn wir vom Gesamtvolumen das Eigenvolumen abziehen, das Co-Volumen, wie das van der Waals nannte, dann kommen wir zum idealen Volumen. Wir sehen, die ideale Gasgleichung wird nicht über Bord geworfen, sondern sie wird sinnvoll an richtigen Stellen modifiziert. Der ideale Druck muss korrigiert werden zum realen Druck. Das ideale Volumen wird korrigiert zum realen Volumen. Wir haben dann zwei Korrekturfaktoren, klein a und klein b, die für jedes Gas anders sind und die in Tabellenwerten sich finden. Das hier ist die van der Waalsche Gasgleichung. Man kann die nach p auflösen und hat dann diesen Ausdruck. Wir wollen nun ein Gas komprimieren, ein reales Gas komprimieren, bedeutet, wir wollen es in einen Behälter sperren und immer mehr komprimieren, immer mehr das Volumen vermindern und nachschauen, was der Druck macht. Temperatur wollen wir beim Experiment konstant halten. Wir wollen das bei einer hohen Temperatur durchführen und bei einer niedrigen Temperatur durchführen. Hoch und niedrig bedeutet höher als der kritische Punkt und niedriger als der kritische Punkt. Bedeutet, wir wollen jetzt vermessen diese Isotherme oberhalb der kritischen Temperatur und diese Isotherme unterhalb der kritischen Temperatur. Wir starten mit einem Gas bei hoher Temperatur, weit oberhalb der kritischen Temperatur. Bei dieser Temperatur verhält sich das Gas weitestgehend ideal. Und das bedeutet, wir können es komprimieren, das Volumen wird kleiner, der Druck wird immer größer, die Dichte wird auch immer größer. Das Ganze geht kontinuierlich, wir haben keine Phasengrenze, die auftritt. Kontinuierlich nehmen der Druck und die Dichte zu. Anders ist das, wenn wir bei einer Temperatur, die unterhalb der kritischen Temperatur liegt, dasselbe Experiment durchführen. Wir starten hier bei 2a, komprimieren und erreichen hier eine Binode, erreichen hier ein Zwei-Phasengebiet. Ab diesem Punkt können wir weiter komprimieren. Der Druck bleibt konstant. Was sich ändert, ist nur das Verhältnis flüssig zu gasförmig. Von 2b zu 2c zu 2d bleibt der Druck konstant. Volumen vermindert sich. Dichte der Flüssigphase, Dichte der Gasphase bleibt ebenfalls konstant. Was sich verändert, ist die mittlere Dichte, die ebenfalls zunimmt. Und erst wenn alles flüssig ist,
dann nimmt der Druck sehr stark zu, wenn wir weiter komprimieren. Eine Isotherme oberhalb und eine unterhalb des kritischen Punktes. Wenn wir diese Isothermen bei verschiedenen Temperaturen realisieren, stellen wir fest, bei sehr hohen Temperaturen, T1 zum Beispiel, haben wir fast eine Hyperbel. Und das heißt, wir folgen fast, oder das Gas folgt fast dem idealen Gasgesetz. Wenn wir die Temperatur absenken und uns dem kritischen Punkt nähern, werden diese Kurven mehr und mehr verbeult, weichen also mehr und mehr von der Hyperbelform ideal ab. Sie können allerdings mit hoher Genauigkeit durch die van der Waalsche Gleichung beschrieben werden. Das gilt auch noch am kritischen Punkt, wo die Kurve einen Sattelpunkt besitzt. Unterhalb des kritischen Punktes ergeben sich zwei Unstetigkeiten aufgrund des Durchschreitens der Zwei-Phasen-Zone. Diese Unstetigkeiten werden nicht überraschenderweise von den van der Waalschen Isothermen nicht abgebildet. Die van der Waalschen Isothermen haben in diesem Bereich eine Schlaufe, die van der Waals-Schlaufe, hier blau gezeichnet. Allerdings im flüssigen Zustand und im gasförmigen Zustand, in den homogenen Bereichen also, beschreiben die van der Waalsche Gleichung das Realverhalten sehr gut. Im Zweiphasengebiet aber ist die van der Waalsche Gleichung überfordert. Hier haben wir nochmal die van der Waalsche Gleichung nach dem Druck aufgelöst. Wenn wir den kritischen Punkt mathematisch erfassen wollen, dann müssen wir die Gleichung ableiten und die erste und zweite Ableitung gleich 0 setzen. Das ist die Bedingung für einen Sattelpunkt. Wenn wir dies tun, können wir Beziehungen finden zwischen den van der Waalschen Konstanten klein a und klein b und den kritischen Daten tc, pc und vmc. Besonders interessant ist die Beziehung P mal V durch R mal T am kritischen Punkt. Nach dem idealen Gasgesetz sollte ja P mal V, M durch R mal T immer gleich 1 sein. Am kritischen Punkt ist für den van der Waals Gas dieser Quotient, dieser Realgasfaktor gleich 3/8. Also ein reales Gas ist am kritischen Punkt nicht mal zur Hälfte ideal. Ein paar kritische Daten von bekannten Gasen. Kohlendioxid hat einen kritischen Punkt von 304 Kelvin, also knapp oberhalb Raumtemperatur. Wenn wir bei dieser Temperatur das Kohlendioxid auf 73 bar komprimieren, wird es gerade mal flüssig und dann haben 1 Mol CO2 das Volumen 94 Milliliter. Zum Vergleich, 1 Mol CO2 bei Standardbedingungen sind 25 Liter. Stickstoff hat einen kritischen Punkt von 126 Kelvin, also weit unter Raumtemperatur. Das bedeutet, wir können Stickstoff bei Normaltemperatur so weit komprimieren, wie wir wollen. Das Gas wird immer dichter, aber es ergibt sich keine Zwei-Phasen-Zone. Wir schneiden niemals eine Binode. Dieses Zeichen steht für Erdgas, genauer für komprimiertes Erdgas. Auch Erdgas, was im Wesentlichen CH4 ist, kann bei Raumtemperatur nicht verflüssigt werden. Wenn Sie dieses Erdgas tanken, dann tanken Sie kein Flüssiggas, sondern Sie tanken komprimiertes Gas unter hohem Druck. Anders ist das bei Flüssiggas, LPG. Das ist Butan, welches kritische Temperatur von 425 Kelvin hat. Dies kann man sehr wohl bei Raumtemperatur komprimieren. Bei einem Druck von ca. 38 bar fängt es an, sich zu verflüssigen.
Was passiert am kritischen Punkt, wenn wir uns diesem Punkt auf dieser Isochore nähern? Wir haben zunächst einen Punkt hier auf der Drittellinie. Das heißt, wir starten mit Flüssigkeit und Gas und bleiben ein bisschen Feststoff noch. Jetzt erwärmen wir das Gas bei konstantem Volumen. Wir durchschreiten diese Zwei-Phasen-Zone. Und wenn wir den kritischen Punkt erreichen, dann verschwindet die Trennungslinie zwischen Flüssig und Gas. Verschwindet der Meniskus. Das kann man so verstehen, dass Gas und Flüssigkeit auf diesem Weg sich immer mehr annähern. Die Flüssigkeit wird immer wärmer und dadurch immer weniger dicht. Das Gas wird auch immer wärmer und dadurch immer dichter. Der Druck steigt außerdem stark an. Und beim kritischen Punkt sind nicht nur die Dichten vom Gas und Flüssigkeit gleich, sondern jede andere Eigenschaft auch. Es verschwindet die Oberflächenspannung und es gibt nur noch ein Fluid, welches weder Gas noch Flüssigkeit bezeichnet werden kann. Bei Wasser sieht das so aus, wenn wir Wasser, ein Mol Wasser, das sind 18 Gramm, in 56 Milliliter einsperren, auf 100 Grad erwärmen, dann haben wir folgendes Bild, wir haben flüssiges Wasser, wir haben gasförmiges Wasser von 100 Grad, der Druck hier ist 1 Bar. Wenn wir auf 200 Grad erwärmen, steigt der Druck auf 15,5 Bar an, das heißt die Dichte des Gases hier wird sehr viel größer, die Dichte der Flüssigkeit wird kleiner werden und bei 374 Grad Celsius sind die Dichten und alle anderen Eigenschaften auch gleich, wir haben nur noch Fluid, das Wasser ist überkritisch geworden. Überkritische Fluids sind mehr oder weniger Zwitter, haben Eigenschaften von Flüssigkeit und Gas gemeinsam, haben zum Beispiel die Eigenschaft, andere Stoffe zu lösen, so wie die Flüssigkeit, haben aber auch die Eigenschaft wie im Gas, dass sie in die kleinsten Poren kommen, weil sie keine Oberflächenspannung besitzen. Darum sind solche Medien gut geeignet zur Extraktion, etwa zur überirdischen Extraktion von Koffein aus Kaffeebohnen mit überirdischem CO2. Wir fassen zusammen. Ideale Gase sind immer gasförmig, haben weder Anziehungskräfte zwischen den Teilchen noch haben ein Eigenvolumen. Bei realen Gasen haben wir vor allem diese beiden Abweichungen. Und das führt dazu, dass man reale Gase beim Komprimieren unterhalb der relativen Temperatur verflüssigen kann. Eine gute Art, das Verhalten realer Gase quantitativ zu erläutern, ist die Virialgleichung von Kamerling-Onnes oder die van der Waalsche Gasgleichung, die die beiden Faktoren klein a und klein b beinhaltet. B steht in erster Linie für das Eigenvolumen der Gasteilchen. A steht dafür, wie stark die Gasteilchen wechselwirken. Bei idealen Gasen verschwinden A und B und es ergibt sich die ideale Gasgleichung P mal V ist M mal T. Am kritischen Punkt hat ein reales Gas einen Realgasfaktor von 3 Achtel, während ein ideales Gas immer den Faktor 1 besitzt.